zurück aus einer kleinen Pause und jetzt beleuchten wir das Thema berechnete Welt mal von der anderen Seite, denn berechnete Welt ist ja, habe ich ja sofort die Assoziation Compute, wie es heutzutage heißt, also die Rechenkapazität, ja, wie man sie auch zum Beispiel in der Cloud findet, siehe dein T-Shirt hier bei Astro da drüben. Astro würde uns was erzählen über MicroVM.nix, flexible Virtualisierung mit NixOS. Ein herzliches Willkommen an Astro. Hallo, ich will euch was über ein eigenes Projekt erzählen, was ich hier seit einem Jahr mache, wo auch ganz viel C3D2-Infrastruktur schon drauf läuft. Und die kommt ja ein bisschen aus der Richtung, dass man sich überall heutzutage Rechenzeit, also Cloud-Computer einkaufen kann. Und dass es natürlich isoliert stattfinden soll. Und ihr habt vielleicht schon mitbekommen, wir sind hier ganz groß auf NixOS und der Einsteigervortrag ist leider erst morgen, deswegen fange ich mit ein paar ganz kleinen Grundlagen an. Also Nix ist nicht nur so die Befehle, sondern auch eine Programmiersprache dahinter. Und so sehen Daten in Nix aus. Da haben wir ein sogenanntes Attribute-Set mit einem Schlüssel-Server, der auf, auf die Zeichenkette Example.net zeigt und einem Schlüssel-Port, der den Wert, die Nummer 443 hat. Es gibt also irgendwie Nummern und Zeichenketten und Attribute-Sets, also so Schlüsselwertpaare und Listen, und die kann man auch verarbeiten. Man kann mit den Nummern rechnen, man kann die Zeichenketten verarbeiten, man kann diese Attribute-Sets und Listen kann man verarbeiten mit den ganz gewöhnlichen Map- und Filter-Methoden, bekannt aus vielen funktionalen Programmiersprachen. Natürlich kann man auch eigene Funktionen definieren und kann damit in Code ziemlich gut seine Infrastruktur beschreiben. Und das Coole ist, man baut vor allem erstmal so Pakete, und diese Pakete, die laufen in einem sogenannten Sandkasten. Die können also nicht aufs komplette System zugreifen, sondern die kriegen nur Zugriff darauf, worauf sie abhängen. Also zum Beispiel in libc benutzen viele Programme davon, das ist eine Abhängigkeit. Und das wird so sichergestellt, dass jedes Paket darf nur so Pfade in diesem Nix-Store-Pfad erstellen. Jetzt? Ah, genau. Also alle Nix-Definitionen haben Auswirkungen auf diese Prüfsumme, die man hier in diesem Nix-Store-Pfad sieht. Und die Effekte sind, dass eben die Abhängigkeiten erzwungen werden. Ich muss, wenn ich meinen Nix-Code ändere, muss ich nichts, was sich nicht geändert hat, noch einmal bauen. Und da dieses hier so einen langen, eindeutigen Pfad hat, kann ich dasselbe Paket auch in ganz vielen Variationen oder auch Versionen haben. Und das gibt einem ziemlich viel Mächtigkeit und Reproduzierbarkeit. Und die meisten dieser Pakete sind in den Nix-Packages drin. Das ist eine riesige Paketsammlung. Da finden sich nicht nur die Nix-Packages, sondern auch das ganze NixOS. Und das ist ein Repository auf GitHub. Da kann man ruhig mal reinschauen. Also ich schaue da ständig rein, um was nachzulesen. Code ist eben die beste Dokumentation. Ja, und dieses NixOS, das baut ein ganzes Linux aus diesen deklarativen Deklarationen auf. Und da hat man neben der üblichen Nix-Funktionalität, dass man eben Listen und sowas verarbeiten kann, auch noch die Funktionalität der Module. Und so eine NixOS-Konfiguration sieht immer so aus. Die gibt hier so ein Attribute-Set an Deklarationen zurück. Und was sie aber eigentlich ist, ist eine Funktion, die noch ein paar Sachen mitbekommt, die Pakete zum Beispiel, wenn man die braucht, oder auch die Konfiguration. Und an dieser Stelle kann man auf die Konfiguration aus anderen Modulen zugreifen. Und das macht das Ganze sehr, sehr mächtig, weil man eben die Dinge gut miteinander kombinieren kann. Ja, und das Allerneueste und Allerletzte im Einsteigerteil sind die Nix Flakes. Das ist jetzt nochmal eine neue Entwicklung bei Nix. Da hat man einfach so ein einheitliches Format. In einem Repository muss eine Flake Nix liegen, und die hat ganz wohldefinierte, eine wohldefinierte API für, wie heißen die Pakete, wo finden sich die NixOS-Konfiguration und solche Dinge.
Und außerdem vereinheitlicht es den Umgang mit externen Inputs, also Dependencies, Abhängigkeiten, indem es die Prüfsummen dieser in die Flake-Log schreiben kann. Gut, so viel zu Nix und NixOS. Fangen wir an mit den Micro-VM-Nix. Warum würde man überhaupt virtualisieren? Da habe ich für mich die folgenden Gründe. Das erste ist die Konsolidierung. Ich will natürlich nicht für jeden Dienst einen einzelnen Computer, einen einzelnen Server aufstellen, sondern möchte möglichst auf der gleichen Hardware die Ressourcen teilen. Dann im Intro schon angesprochen, heutzutage will man, wenn man fremde Leute auf Infrastruktur hat, will man die voneinander unbedingt isolieren. Und tatsächlich ist es ja so, wenn ich jetzt ein Linux update, so auch so ein konventionelles Linux wie ein Debian, dann update ich vielleicht Python für den einen Dienst und ein anderer Dienst, der auch in Python geschrieben ist, der geht dabei kaputt. Dasselbe Problem hat man in NixOS auch, weil das ja trotzdem alles aus einer einheitlichen Quelle kommt. Und mein Ziel ist es, die Micro-VMs, diese Gastsysteme vom Hostsystem zu entkoppeln, individuell updatebar zu machen. Ja, das ist der eigentliche Isolationsgrund, die Sicherheit, dass man eben verschiedene Tenants, also Bewohner, voneinander abtrennen will. Und heutzutage hat man ja ganz viel Containerisierung mit Docker. Und bei der Containerisierung hat man aber trotzdem noch diesen einen Linux-Kernel laufen, der sich um alles kümmert und dabei eine riesige Angriffsoberfläche bietet. Und wenn man virtuelle Maschinen benutzt, dann ist die Angriffsoberfläche eigentlich nur noch dieser Hypervisor, also das, was die virtuelle Maschine ausführt. Und die Hoffnung ist, dass diese Angriffsoberfläche wesentlich kleiner ist. Vierter Grund zu virtualisieren ist, dass man die Dinge einfach mitnehmen kann. Also ich habe zum Beispiel schon seit 20 Jahren zu Hause einen Heimserver, wo ich meine E-Mails laufen habe. Und wenn ich jetzt doch mal verreise, dann habe ich die Option, meinen E-Mail-Container oder virtuelle Maschine einfach mit auf meinen Laptop auf Reisen zu nehmen und habe sie da immer verfügbar, auch wenn in Dresden Stromausfall ist wie letztes Jahr. Und bei NixOS ist die Entwicklung auch ganz großartig, weil ich kann wie Code, kann ich meine Infrastruktur lokal entwickeln, kann sie in virtuellen Maschinen testen und erst am Ende, wenn ich zufrieden bin, mache ich einen Git-Push auf die Produktivinfrastruktur und habe dann ziemlich hohe Sicherheit, dass das da richtig laufen wird, denn ich habe es ja lokal in virtuellen Maschinen getestet. So, Virtualisierung kennt ihr ja vielleicht alle schon von VirtualBox oder VMware. Jetzt gibt es so einen neuen Trend, der heißt Micro-VMs. Bisher wurde bei Virtualisierung ja immer versucht, einen richtigen PC nachzubilden. Also es geht nicht nur um die Isolation und Sicherheit, sondern es geht auch darum, dass man möglichst irgendwie alte Geräte emuliert. Und bei dem Micro-VM-Trend fängt man an, darauf jetzt zu verzichten. Namensgeber ist das Micro-VM-Hardware-Modell im QEMU. Also bei QEMU kann man irgendwie den i440-PC nehmen, das ist so ein Pentium 2, oder den Q35, das ist irgend so ein moderner Core mit EFI. Aber jetzt die Micro-VMs, die schmeißen möglichst alles Mögliche raus, bieten dafür diese Geräteschnittstellen, die optimiert dafür sind, dass sie eben nicht an richtigen Geräten hängen, sondern an einem virtuellen Gerät, was von einem Hypervisor bereitgestellt wird. Und damit ist das schon mal wesentlich schneller und man verliert nicht mehr so viel, wenn man virtualisiert gegenüber der Containerisierung. Trotzdem gibt es natürlich immer noch ein bisschen Performance Trade-off. Da gibt es das Projekt, auch auf GitHub, habe ich letztes Jahr gestartet. Und der Zweck ist, dass man einfach sich eine virtuelle Maschine auf NixOS starten kann. Und wenn ich das einmal mache, mache ich das natürlich gleich wiederverwendbar. Ich habe vorhin im Einführungsteil die Flakes erwähnt. Dieses Projekt setzt komplett auf Flakes. Theoretisch wäre das möglich, auch so auf die alte NixOS-Art das zu machen. Aber da müsste man jetzt noch ein bisschen was refactoren. Ich finde die Flakes eigentlich ganz cool, weil sie eben die Reproduzierbarkeit wirklich nochmal um ein ganzes Stück verbessern. Das Projekt kommt mit einem Handbuch, das ist auch gleich oben in der README verlinkt.
wenn euch da irgendwas fehlt, könnt ihr mir gerne Feedback geben, da freue ich mich sehr. Die unterstützten Hypervisors, ich habe mit QEMU begonnen, QEMU gibt es ja schon richtig lang, ist auch schon richtig sehr nützlich. Und dann habe ich entdeckt, da gibt es mittlerweile noch mehr, da gibt es den Cloud Hypervisor von Intel, dann gibt es den Firecracker, der hinter Amazons Serverless Computing steht. Da gibt es CrossVM von Google Chromebooks und das KVM-Tool, was so ein bisschen eine kleinere QEMU-Alternative ist. Ja, und die simulieren nicht alle einen kompletten PC, also eher die wenigsten, sondern die bieten eben diese Virtual-IO-Schnittstellen. Und das sind alles sogenannte Typ-2-Hypervisors. Die werden also wie ein normales Programm auf Linux gestartet, starten dann in diesem Programm das Gastsystem. Das ist ein Unterschied zu den Typ-1-Hypervisors, die gleich beim Booten gestartet werden vor so einem Linux-Host-System. Das kennt ihr vielleicht von Xen, das gibt es schon eine ganze Weile. Bei Xen gibt es immer die Domain 0, die Zugriff über den ganzen Rechner hat und alles steuern kann. Aber hier machen wir die Typ-2-Hypervisors und die laufen auf Linux. Und ja, das ist die Wahl, die euch die Flake gibt. Und dazu mit einer einheitlichen Konfiguration, sodass ihr mit einer Einstellung zwischen diesen 5 Hypervisors wechseln könnt. Natürlich mit ein paar kleinen Einschränkungen, denn nicht alle Hypervisors können alle Features. Und wie funktioniert das? Man bindet das Micro-VM-Modul aus der Flake ein. Das greift auf das von euch definierte NixOS-System zu. In dem NixOS-System gibt es das Dateisystem an sich und das Kernel-Paket. Und all das wird miteinander kombiniert in ein Paket, das ich einfach Runner genannt habe, weil es wirklich einfach nur ein Shell-Skript, das dann diesen Hypervisor startet mit Angabe des Kernels und des Root-Dateisystems. So, wie beginne ich so eine Micro-VM? Da habe ich schon ein Template, also eine Vorlage angelegt, die man einfach so starten kann. Und das sieht dann ungefähr so aus. So sieht so eine Flake aus. Da habe ich die Inputs, die dann in der Logfile landen. Und ich habe die Outputs und in den Outputs definiere ich eine NixOS-Konfiguration, also ein Betriebssystem, das ich hier MyMicroVM nenne. Ich importiere das Modul von der MicroVM-Flake und dann setze ich nach einzelnen Einstellungen, wie es soll einen Hostnamen geben, also das System hat einen Namen. Es soll in einem QEMU laufen, soll 4 virtuelle Kerne haben und 2 GB RAM. Ja, und das ist schon mal eine minimale Konfiguration. Das sind übrigens alles diese NixOS-Module, also das ist ein einzelnes Modul und das ist ein einzelnes Modul. Und ich könnte noch weitere hinzufügen und die können dann auch auf sich zugreifen, indem sie eben diesen Config-Parameter auswerten, den ich hier aber ausgelassen habe, denn er ist nicht benötigt. So, und das baut mir dann, da ich dieses Modul importiert habe, so ein Runner-Paket, um den Hypervisor zu starten. Das werde ich auch gleich zeigen, aber vorher noch ein paar kleine Details. Ich kann virtuelle Festplatten, also Dateien, Blocks, Devices, kann ich reinreichen. Die können dann wie eine normale Festplatte in dieser Micro-VM gemountet werden, um persistente Daten zu haben. Ist aber ganz schön unflexibel, weil man eben die Größe vorher angeben muss bei so einem Block-Device. Dafür hat man aber alle Dateisystem-Features und es ist ziemlich schnell durch diese Virt.io-Block-Schnittstelle. Eine Alternative dazu sind die Shares, da kann ich einfach Verzeichnisbäume reinhängen. Das geht zum einen über das 9P-Protokoll, was einige Hypervisors auch schon implementieren, so im Prozess. Und alternativ gibt es auch das Virt.io-FS, das ist schneller. Dafür braucht man aber einen extra Daemon, der wird auch mitgeliefert. Der wird aber nur gestartet, wenn man die Micro-VMs per Systemd startet und nicht als Paket, wie ich das gleich vorführen werde. Und es gibt auch die Option, dass man den /nix/store vom Host reinmountet. Dann muss nicht mehr als Root-Dateisystem ein großes ScratchFS oder AeroFS gebaut werden, was mehrere hundert Megabyte groß ist bei NixOS, sondern dann wird nur ein kleines ScratchFS mit dem InitRAMFS, also es ist kein InitRAMFS, aber
mit der Bootdisk gebaut und das sind dann nur 10 Megabyte. Netzwerk kann man natürlich auch haben, indem man Netzwerkschnittstellen spezifiziert. Am bequemsten ist das User Networking. Das sieht man hier am Type User. Das können aber leider nur QEMU und KVM. Das ist diese coole Funktionalität, dass der Hypervisor den Netzwerkverkehr entgegennimmt, versteht, also die Verbindung akzeptiert und dann in Sockets auf dem Hostsystem übersetzt. Was aber alle haben, sind die Tab-Devices, die ihr als TunTab kennt, vielleicht von OpenVPN. Das sind eben virtuelle Ethernet-Schnittstellen. Und das Handbuch zur Pflege beinhaltet auch ein Beispiel-Setup auf Network-D basierend. Gut, kommen wir zur Demo. Ich habe mich vertippt, aber mir geht es gerade nur um ein leeres Verzeichnis. Die Pflege wird runtergeladen. Genau, da sind noch Cache-Einstellungen drin, das brauche ich jetzt fürs Template nicht. Aber bevor ihr euch einen eigenen Kernel bauen müsst, könnt ihr auf diesen Cache bei CacheX zugreifen. Jetzt habe ich eine Pflegnix, die so aussieht wie gerade im Beispiel. Und die kann ich jetzt auch gleich ausführen. Und dann wird ein bisschen was runtergeladen. Ich hoffe, ich habe jetzt schon alle Binaries auf meinem Laptop. So, dass das nicht zu lang dauert. Ansonsten können wir das auch einfach laufen lassen. Ich zeige das mal, wie das gecached aussieht. Genau, das ist aus meinem lokalen Checkout der Pflege. Da gibt es eben schon die Pflege-Log von all den Paketen, die ich schon auf meinem System habe. Und jetzt wird hier noch ein bisschen was zusammengebaut und gleich wird gestartet. Und da haben wir eine virtuelle Maschine in einem QEMU. So, das war als Paket, was einem schon mal ein bisschen Flexibilität bietet, aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, die Micro-VMs zu benutzen. Wir hatten das Micro-VM-Modul, was in den Micro-VMs selbst importiert wird. Für den Host, der die Micro-VMs ausführen soll, gibt es das Host-Modul. Und da kann man im Host kann man die Micro-VMs auch so deklarativ bestimmen, was ein bisschen meinem eigentlichen Ziel widerspricht. Das sehe ich eigentlich nur vor für besonders wichtige virtuelle Maschinen, die zum Beispiel die Netzwerkverbindung bereitstellen sollen. Denn tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt irgendwie 20 Micro-VMs in meinem Hostsystem mit deklariert habe, dann braucht eben das Bauen des Hostsystems bis zu 20 Mal so lange und braucht auch ganz viel Speicher. Und das ist ganz schön unpraktisch. Deswegen gibt es den Micro-VM-Command. Dazu gleich. Wenn ich dieses Host-Modul habe, dann bekomme ich Systemd-Services. Das sind Template-Services, die können für jede Micro-VM können die, gestartet werden. Und was sie einfach nur tun, ist, die lesen den Zustand in varlib Micro-VM, wo die virtuellen Maschinen abgelegt werden. Und damit entkoppel ich den Zustand der Micro-VMs vom Host. Also wenn ich dann den Host neu baue, die Services ändern sich nicht groß, dann müssen auch die Micro-VMs nicht neu gestartet werden. Genau, und wenn ich das nicht deklarativ im Host angeben will, dann habe ich so ein Shell-Skript geschrieben, das ich den Micro-VM-Command nenne und da kann ich einfach zur Laufzeit dann Micro-VMs erstellen, updaten, mir anzeigen lassen. Genau. Und wie so eine Ausgabe aussieht, das sieht man hier zum Beispiel, das ist auch so unsere Infrastruktur, da habe ich jetzt hier Micro-VM-L gemacht. Standard Fehlerausgabe habe ich mal umgeleitet, weil es da ein paar Warnungen noch gibt in unserer NextOS-Konfiguration. Es sind eben viele Systeme. Und hier siehst du ein bisschen, was gerade aktuell ist, auf welcher Version, was neu gebaut werden muss und was auch neu gestartet werden muss.
Und ja, ich finde das schon ganz schön übersichtlich. Leider braucht das eine ganze Weile, um diese Liste zu bringen, weil es eben nacheinander all diese Micro-VMs evaluiert. Noch nicht baut, aber zumindest die Nix-Sprache evaluiert. Genau, kommen wir zur nächsten Demo. Meine Flake hat auch so ein Beispiel drin. Genau, ich fahre die Micro-VM mal wieder runter. Achtung, nur der Cloud typerweise unterstützt so ein Power-Off, alle anderen müssen mit Reboot abgeschaltet werden. Und statt meinem QEMU-Example habe ich hier das VM-Example. Worte vergessen. Also vor der Raute, das ist die Flake im aktuellen Verzeichnispunkt. Nach der Raute ist, was in der Flake drin ist, und da habe ich eine App-VM. Und diese startet mir einen QEMU. Gleich. Jeden Moment. Ja. Und jetzt zeige ich die ganze Zeit QEMU und das ist ja langweilig. Hier seht ihr schon, in diesem QEMU laufen nested 5 andere Hypervisors, nämlich die 5 verschiedenen. Genau, hier laufen die 5 und die haben auch Netz und die haben sich bei mir eine DHCP-Adresse geholt. Moment. Genau. Und jetzt können wir uns darauf einloggen. Zum Beispiel die 110. Und das ist das NixOS im KVM-Tool. Und das können wir jetzt mit jedem dieser Nested Virtual Machines machen. Das ist der Firecracker. Gut, zurück zum Vortrag. Es gibt also verschiedene Wege, eine Micro-VM auszuführen mit der Flake. Ja, um ein bisschen die Vielseitigkeit und Wiederverwendbarkeit von Nix und NixOS zu reflektieren. Also der erste Weg ist, aus einem Paket das auszuführen. Vorhin habe ich es mit Nix ran gemacht, mit Nix Build kriege ich diesen Result-Symlink im aktuellen Verzeichnis, worauf ich dann zugreifen kann. Wenn man einen Server betreibt und das Host-Modul importiert in seine NixOS-Konfiguration, dann hat man die Möglichkeit, das deklarativ zu machen, aber wie gesagt, das kann eben unter Umständen zu langen Bauzeiten führen. Man kann imperativ den Micro-VM-Command benutzen, um eben die Micro-VMs entkoppelt zu behandeln. Genau, und letztens habe ich noch so einen Build-VM-Command geschrieben, mit dem Ziel mal zu zeigen, dass man diese NixOS-Systeme von den Micro-VMs auch bauen kann und dann trotzdem den Hypervisor vom Host benutzen. Denn der Hypervisor ist ein Programm, das auf dem Host ausgeführt wird. Das will man auf keinen Fall aus einer unvertrauten Quelle haben. Ja, mir ging es also um die Wiederverwendbarkeit und tatsächlich kann man damit auch noch mehr bauen und das kann ich euch auch gleich mal ein bisschen zeigen noch. Zum Beispiel haben wir ein Setup für Hochverfügbarkeit hier. Also zumindest habe ich das mal ein bisschen gestartet und es läuft immer besser, aber noch nicht komplett rund. Genau. Für die Hochverfügbarkeit will man die Micro-VMs auf beliebigen Servern starten. Dazu muss natürlich das Netzwerk auf den Servern gleich aussehen. Das machen wir einfach mit Bridges. Und der Storage für die persistenten Daten, der muss synchronisiert werden, also mit einem Netzwerkdateisystem.
sodass, wenn die Micro-VM auf einem anderen Server gestartet wird, nicht die Daten alle weg sind, sondern trotzdem noch da. Dafür nutzen wir GlusterFS, weil das wirklich schön einfach war. Das ist die Software Nomad, das ist so ein Cluster Manager. Hier haben wir jetzt schon zwei Micro-VMs, die nicht so wichtig sind, in dem Cluster laufen. Vielleicht mache ich nochmal Vollbild hier. So, bei dem Nomad gibt es die Server, das sind die, die sich vor allem untereinander koordinieren, dass eben nichts ausfällt. Das sollten natürlich drei sein. Wenn es zwei sind und einer ausfällt oder das Netzwerk getrennt wird, dann weiß der eine nicht, ob der andere jetzt ausfällt oder ob er selber vom Netzwerk getrennt worden ist. Deswegen mindestens drei oder eine ungerade Anzahl. Und die Clients sind die, die Sachen tatsächlich ausführen. Und da haben wir jetzt auf beiden Servern jeweils eine Allocation, also eine Micro-VM läuft da. Können wir jetzt auch gucken. Hier läuft SDR-Web. Und das ist wirklich ganz hübsch gemacht. Hier haben wir eine schöne Visualisierung, welche Teile dieses Jobs gelaufen sind. Also erstmal wurden die Tab-Interfaces angerichtet. Dann wurden die Virt.io-FS-Daemons für die Shares gestartet und schließlich noch der Haupt-Hypervisor. Und um das jetzt ein bisschen zu demonstrieren, könnte ich jetzt einfach mal sagen, einer dieser Server ist jetzt nicht mehr verfügbar. Den will ich jetzt irgendwie runterfahren. Dann drücke ich hier auf Drain. Und dann ist er wirklich gleich leer. Jetzt kann ich hier nochmal auf Jobs schauen, wo die laufen. Ach nee, hier sehe ich das nicht. Hier. Dann sollte er eigentlich hier auf Server 10 hochkommen. In die eine Richtung hat es vorhin funktioniert. Nee, Moment, vorhin hat es in beide Richtungen funktioniert. Braucht vielleicht ein paar Sekunden, aber ich hoffe, dass es dann gleich wieder verfügbar. Schade. Ah, da ist er wieder. Oh, traurig. Ja, also ist noch nicht ganz ausgereift, aber durchaus etwas, was man mit der Micro-VM Nix Flake basteln kann. Ich kann hier nochmal auf Verfügbar klicken und dann den anderen Server leer räumen. Und das funktioniert hoffentlich. Ah, jetzt ist zumindest einer auf Server 9. Gut, also so prinzipiell funktioniert das. Genau, die Zukunft, also man kann das schon ganz gut verwenden. Ich überlege, es gibt NixFlakes, um Windows zu installieren und deklarativ auszuführen. Es gibt NixCode, um macOS zu installieren, ob ich sowas unterstütze. Natürlich gibt es auch immer den großen Wunsch nach anderen Ubuntus und Debians, aber die lassen sich eben nicht deklarativ managen. Genau, da habe ich angefangen, mal dieses ShareScript MicroVM mal ein bisschen neu zu implementieren, dass es noch schicker und schneller wird. Danke fürs Zuhören. Habt ihr Fragen? Genau, vielen Dank, Astro. Gibt es Fragen in der Runde? Vielleicht unsere Nix-Experten in der Ecke da drüben, die jetzt gern alles auseinandernehmen möchten? Nee? Ich glaube, das war ein zu technisches Thema. Da, das müssen die Leute erstmal verdauen. Ich hatte ja auch schon überlegt zu fragen und es hat sich dann so am Ende so ein bisschen beantwortet, weil wenn ich so auf dieses Thema Container, Micro-VM und überhaupt Virtualisierung raufgucke, ich möchte eigentlich noch gerne so von unten den Kubernetes-Killer irgendwo haben, weil ich mit dieser Technologie ja doch vertraut bin und das ist ja doch eine nicht unüberschaubare Komplexität. Das ist mir zu viel Jammel.
Ja gut, das ist nochmal eine andere Frage. Und da ist ja die interessante Frage, aber das mit dem Orchestrieren, das hast du jetzt aber gerade leider schon gezeigt mit dem Nomad, deswegen habe ich jetzt keine weitere Frage parat.